Also, ich brauche ja jetzt. Ich brauche hier hinten ein bisschen Platz. Das heißt, ich werde den nächsten Konstruktor einfach ein Stück weiter nach vorne setzen. So. Mein Finger juckt. So. Und das bedeutet, den da setzen wir auch ein Stück weiter nach vorne. Hey Kollege, du willst jetzt nicht hier auch noch rumspacken, oder? Ist das derselbe oder hängt der da hinten noch fest? Ja, Junge. Könnte es sein, dass du vielleicht eventuell ein bisschen doof bist? Kann das sein? Ja, hau doch ab. Na, da guckst du jetzt blöd, wa? Trottel. Okay, wir nehmen mal direkt das Förderband hier. Ach du Scheiße, in welches ging denn das jetzt? Ach so, hier unten rein. Okay. So. Das sind jetzt nämlich, also es sind immer noch nur 60, aber wenn ich das gleich upgrade hier, das könnte ich eigentlich direkt mal machen, weil ich habe ja hier zwei. Ja gut, aber das ist trotzdem Quatsch, weil das sind ja maximal 60. Das heißt, das normale Förderband reicht vollkommen aus. Ich hatte übrigens vor kurzem mal den Gedanken, das ist mir bei der Kohlestelle aufgefallen, wenn ich hier einen Bohrer MK2 hinsetze, dann müsste der schon von alleine 60 machen. Dann würde ich mir also die Schnecken sparen. Warte mal, was brauche ich denn für so einen Bora MK2? Stahlbeton, okay, den habe ich schnell gebaut. Und zwei von diesen Mobile Minern bedeutet, ich brauche im Grunde nur noch einen. Was habe ich hier veranstaltet? Ich weiß es nicht mehr, aber das ist halt eigentlich auch ganz gut, weil. Wo ist der Stahlbeton? Bin ich verblödet? Da. Stahlbetonerträger, hä? Da brauche ich jetzt noch ein paar von diesen Teilen. Warte mal, ich produziere Stahl noch woanders, ne? Ja, vermutlich schon, aber ich kann auch einfach den Stahl aus diesem. Ah, Junge, ich bin so verwirrt. Tut mir hart leid. Ich nehme mir einfach den Stahl hier raus. Weil ich meine. Oh. Oh. Die sind aber schon gut dabei, ey, Alter. Alter Falter, ey. Hui. So, also. Es könnte sein, dass ein 100er Stack einfach nicht so viel genug ist. Als ob. Hui. Hui. Ich meine, ich habe übrigens auch gesehen bei der letzten Aufnahme, ich hatte Schnecken im Inventar. Also in der Kiste. Eine gelbe und eine grüne. Und ich habe aber nur nach diesen Produkten gesucht, die man daraus macht. Diese. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die heißen. Energiefragmente sind es, glaube ich. Und da dachte ich mir kurzzeitig, Junge. Na, guck mal, ich hatte noch welche. Ich baue trotzdem nur 10. Und, warte. Jetzt brauche ich so ein Ding hier noch. Denn ich brauche ja noch einen hier vorn.
Gut. Ich werde mal schnell aus den Blättern da Biomasse machen, weil ich meine, jetzt habe ich schon so viele. Biomasse Holz. Ah, ich habe keinen. Okay. Komm, dann schmeißen wir mal die Blütenblätter weg. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich hier ein bisschen Platz mache. In meinem Inventar. Und ich komme, also ich meine, ich habe jetzt so viele Blätter eingesammelt und so viel Holz, das jetzt alles wegzuschmeißen, das war echt ein bisschen dämlich. Ich bin ja schon gespannt, ob das funktioniert vom Planerischen. Und da jetzt gleich wirklich genug Plätze frei sind, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, was der maximale Stack von diesem festen Biotreibstoff ist, aber ich glaube 200. Und dann habe ich gleich wieder keinen Platz mehr. Und Alienorgane möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht in Biotreibstoff verwandeln. Vor allem, weil ich ihn gerade nicht wirklich brauche. Okay, ich habe schon mal ein Feld wieder frei. Heiß. Ich höre mal lieber, oder? Ah, okay, das habe ich mir nämlich gedacht. Aber gut, dann kriege ich den Platz mit der Biomasse da wieder frei. Okay, das dauert gerade ein bisschen. Dann machen wir es jetzt mal einfach. Wo will ich jetzt meinen ganzen Stahl produzieren? Da hinten, genau. Okay, dann kann ich ja hier vorne den Platz benutzen. Jetzt bin ich nämlich ein ganz Schlauer. Jetzt habe ich nämlich die Faxen-Dicke hier. Warte mal, nee, wir gucken jetzt mal, ob ich so einen großen bauen kann. Ja, kann ich. Dazu muss ich aber erst diesen Quatsch da noch holen. Würde mich jetzt gerade mal interessieren, weil da steht zwei, also die haben ja zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Und vielleicht haben sie ja auch, vielleicht haben sie ja auch zwei separate Räume. Oder so. Also, nochmal. Ich brauche noch ein paar hiervon. Verbauen wir mal eben ruhig alle. Denn den Platz brauche ich ja doch schon irgendwie, ne? So. Okay. Also. Gehen wir wieder ein Stück weiter hier hinten hin. Also, wir nehmen jetzt mal den großen Container. Der hat. Ach, das ist quasi ein doppelter. Naja, wieso nicht? Also, boop. Hör auf. Ah, da kann aber nur eine Sache rein. Ah ja, warte mal, was habe ich? Kann ich schon intelligente Splitter bauen eigentlich? Ein intelligenter Splitter. Ja, den kann ich bauen. Dafür fehlt mir ein so ein KI-Begrenzer. Hi.